Zeig, was du kannst. Oh, ich kann den nicht blocken. Los, worauf wartest du? Ich kann ihn einfach nicht blocken, verdammte Axt. Und der Kampf ist entschieden. Wir müssen diesen Kampf gewinnen. Ich vermisse ja ein bisschen die Ladebildschirme, ne? Da stehen zwar jetzt die Tipps immer, aber oben fehlen noch die Bilder. Ich weiß jetzt nicht, ob das an der Vorabversion von Risen 2 liegt, die wir ja immer noch spielen. Also nochmal. Wir kämpfen. So. Los doch! Zeig's ihm! Alter! Zeig, was du kannst! Zeig sie ihm! Mach schon! Los doch! Na los! Los! Worauf wartest du? Zeig sie ihm! Das war ein Kampf. Nein! Wir hatten ihn fast. Ach Mensch, ich muss bei den anderen Taktiken anwenden. Ich versuche schon zu blocken, aber das geht leider nicht immer. Tut mir leid, wenn wir jetzt hier durch den Ladebildschirm gehen, aber wir müssen dem einfach auf die Fresse hauen und dem anderen auch gleich. Wir kämpfen zuerst. Wir müssen die Kämpfe gewinnen im Piratenlager. Genug geredet. Los geht's. Zeig, was du kannst. Zeig sie ihm. Na los! Ja! Los! Worauf wartest du? Und jetzt nochmal! Die können alle los, viel besser kämpfen als wir, verdammte Axt! Zeig, was du kannst! Na los! Zeig's ihm! Ja! Pam! Arm ab! Gut gemacht. Jetzt bin ich dran. Aber nicht sofort, ne? Ich darf vorher nochmal, genau. Ich muss vorher nochmal ein bisschen was wegknuspern hier. Komm, ich knusper mal einen mehr weg. Und jetzt warten wir mal ganz kurz ab, bis wir uns beruhigt haben. Und dann kommt gleich der nächste Kampf. Ne, Kolbi? Das kann dauern. Ja, ja, das lädt leider sehr langsam auf. Ihr beiden Streithähnchen. Ich muss unbedingt ein paar neue Skills lernen beim Kämpfen. Weil so, ich komme mir gerade so ein bisschen aufgeschmissen vor, aber das war bei Risen 1 natürlich auch am Anfang so. Wenn man nichts kann, kriegt man auf die Fresse. Das ist ganz normal. Und wenn man später viel gelernt hat, dann darf man auch mal austeilen. Ich fürchte, hier werden die Kämpfe ein bisschen schwerer, weil wir können nicht zwischendurch weglaufen, schnell was essen. Weil, wie man sieht, die Energie braucht ein bisschen, bis die aufgeladen ist. Deswegen stehen wir hier gerade rum und warten. Ich gehe mal kurz zum Wasserfall, nur mal gucken, ob es was gibt. Das, ja, muss durch die Wellen. Hier ist leider gar nichts. So, jetzt sind wir auch fast aufgeladen. Ich hoffe, wir kriegen den Foster irgendwie klein. Die Jodie Foster hier. Ich bin noch nicht gut genug. Ach, scheiße. Jetzt kämpfen wir beide. Ha! Ich werd's dir nicht so leicht machen. Und denk dran, wer wegläuft, verliert. Scheiße. Lass uns anfangen. Jetzt gibt's Haue. Los da! Gut so. Mach schon. Wieso hält der denn eigentlich zu dem anderen? Boah, Alter, der ist richtig gut. Los, verpass ihm eine. Zeig's ihm.
Mach schon! Der kann nicht! Na los, komm schon! Ja, durch die Milz! Ich bin der Sieger vom Piratencamp. Was macht denn der da? Macht der jetzt einen Breakdance vor Freude? Ach, der macht einen Moonwalk auf dem Wasser, verstehe. So, erstmal ein bisschen wieder was verschnabulieren. Quatschen können wir die jetzt. Bequatschen können wir die jetzt auch. So, ich habe beide Kämpfe gewonnen. Ist ja schon gut. Ich gehe wieder Wasser schleppen. Na, wie sieht's jetzt aus? Sag nichts. Ich gehe wieder Wasser schleppen. Na also. Na schön, Kleiner. Du kriegst deine Chance. Danke, ich werd's bestimmt nicht versauen. Dann mal los. Noch was. Elia brennt Bloody Marys. Hier, probier mal eine. Das Zeug ist nicht schlecht. Danke dir, Mann. Freue ich mich. So, die Wasserschlepper sind wieder im Einsatz. Wir haben endlich mal eine Quest gelöst. Ich freue mich ja. Jetzt gucken wir nochmal schnell beim Tor vorbei. Vorbei. Hier noch eine ehemalige Ogerwurzel. Ich vermisse die alten Namen ein bisschen. Aber nun ja. Huch, was ist das denn? Goldklee. Ist das Tor jetzt... Jetzt ist das Tor natürlich sperrangelweit offen. Ganz klar. Keine Frage. Da oben ist ein Bier. Das hole ich mir sofort. Ach hier. Jetzt sieht man auch, wo man hochklettern kann. Cool. Yes, sir. Ja. So, Bier. Kanone benutzen können wir natürlich auch. Ich speichere mal vorher. Schade. So, Jüngelchen übernimmt die Wache und wir quatschen nochmal ganz kurz den Fans an. Ich hoffe, denn stört das nicht. So, du hast uns also Verstärkung besorgt. Ei. Das wurde auch Zeit. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr auf Verstärkung angewiesen seid. Hey, wenn mehr Leute am Tor sind, können wir uns öfter abwechseln. Schon klar. Und ihr habt mehr Zeit zum Saufen. Genau so sieht's aus. Übrigens, dass du den jungen Colby angeschleppt hast, war gut. Der kann hier noch einiges lernen. Super, ich freue mich und nehme 25 Ruhm dafür. Für diese Heldentat. Mal gucken, was der Alte dazu sagt, dessen Namen ich gerade schon wieder verschwurbelt habe. Ich hoffe, er ist zufrieden und gibt uns noch viel mehr Ruhm. Der Nebel. Er birgt Geheimnisse. Eigentlich gar nicht, aber ich wollte nur mal so sprechen. Na, ihr beiden Wasserfröbel? Wasserschleppen. Toller Mist. Selber schuld. So, da ploppen die beiden wieder aus dem Meer auf. Hey, Curtis. Ich habe einen der Jungs zum Tor geschickt. Und die anderen schleppen wieder Wasser. Gut gemacht. Geh zur Buß und lass dir einen ausgeben. Das mache ich gerne. Buß, alter Junge, wo bist du denn? Besser, du gibst dem Schnorrer keinen Rum aus. Redest du von Mix? Ich trau dem Kerl nicht. Ist er keiner von deinen Jungs? Meeks ist einer von Garcias Leuten. Es gab einen Streit zwischen den beiden. Garcia ist abgehauen und hat Meeks hier sitzen lassen. Ah, ich vertraue dem übrigens auch nicht. Warum traust du Meeks nicht? Die ganze Zeit sitzt er in der Ecke. Aber nachts verschwindet er für ein paar Stunden. Ich weiß nicht wohin und ich weiß nicht, was er macht. Aber ich habe ein ganz mieses Gefühl bei dem Kerl. Ich kann rausfinden, was er macht. Aber unauffällig. Am besten du folgst ihm, wenn er das nächste Mal losgeht. Ich sage dir, wenn's soweit ist. Alles klar. Verfolgung in der Nacht. Da bin ich mal gespannt. Wer ist Garcia? Du kennst Garcia, den Gierigen, nicht? Er ist einer der Kapitäne.
Einer, der sich mit Mara verbündet hat. Früher ist er mal mit Stahlbart gemeinsam gesegelt. Und das war's? Ich dachte, jetzt erzählt er noch ein bisschen. Die Wasserträger arbeiten wieder. So gefällt mir das. Hier, trink einen. Auf das, was wir aus dem Wasser machen. Dann brauchen wir jetzt nur noch Zucker. Und bis dahin... Ich bin bereit, Meeks zu verfolgen. Er geht nur nachts los. Geh eine Runde pennen und komm später wieder. Okay, wo kann ich hier pennen gehen? Das ist doch die Frage. O'Brien, Holly, Piraten und Grog. Ich trau dem auch nicht. Können wir uns hier irgendwo zum Knacken hinlegen? Jetzt ist es abends gerade, ist doch eh bald nachts. Wir müssten uns doch hier irgendwo mal aufs Ohr hauen können. Ich vermute mal, hier oben dürfen wir nicht. So, kommt hier keiner, um uns rauszuschmeißen? Ist das ein Hurenhaus? Huch. Moment, speichern. Wollte ich gerade wieder auf F8 drücken. Ein Bett. Hey, Lo. Lo. Ich glaube, die macht Kniebeugen. Da will ich sie ja mal nicht stören bei ihren sportlichen Aktivitäten. Oder die hat schlecht gegessen. Ahoi, schöner Mann. Hatten wir zwei schon mal das Vergnügen? Bis jetzt noch nicht. Hui, das sollten wir unbedingt nachholen. Später vielleicht. Na, du bist mir eine Kesselippe, wa, kleine Lola? Ach, hier oben gibt's nix? Okay. Lass dich bloß nicht erwischen. Was? Du bist anscheinend neu hier, also bleib lieber unten. Warum? Weil Boos oben sein Zimmer hat und Alistair passt drauf auf. Erst letztens hat irgendwer versucht, das Zimmer von Boos zu plündern. Das war eine ganz schlechte Idee. Und was machst du hier? Ich bin Elia. Ich brenne Schnaps. Kennst du Rezepte? Klar. Natürlich nicht alle. Momentan versuche ich mich an Bloody Mary. Das ist harter Stoff. Yeah, ich hab zufällig ein Gläschen. Kann ich einen haben? Geh zu Boos. Welchen Effekt hat Bloody Mary? Wenn du am Boden bist, gibt's nichts Besseres. Das Zeug baut dich wieder auf. Lass es einfach wirken. Also, in diesem Spiel gibt's keine Heiltränke, sondern nur Saufen. Saufen für die Gesundheit. Das müsste ich meiner Krankenkasse mal irgendwie erklären. Kannst du mir das Bloody Mary-Rezept besorgen? Die wichtigste Zutat ist die Blutwurzel. Wenn du mir 10 davon bringst, kriegst du das Rezept. Na toll. Ich bring dir die Wurzeln und dann stehe ich mit leeren Händen da. Hey, nichts ist umsonst. Aber du musst nicht alles sammeln. Ich habe meine Quellen, ne? Woher kriegst du die Wurzeln? Ich habe da einen Deal mit Colby laufen, einer von den Wasserträgern. Er besorgt mir Blutwurzeln und ich lass dafür rumspringen. Aber er hat sich schon länger nicht mehr sehen lassen. Er hält jetzt Wache am Tor. Ach so, du kannst ihn ja mal fragen. Vielleicht hat er ja noch welche für dich. Na, mach ich doch glatt. Ich finde das Klavierspiel im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr das gerade beachtet habt, finde ich echt schön. Der Soundtrack allgemein ist auch ziemlich geil, muss ich ja mal sagen. So, hier darf ich nicht hoch. Nein. Mach, dass du wegkommst. Ja, ja, meine Güte, krieg dich mal ein. So, ist es jetzt nachts oder ist es immer noch abends? Ich kann die Sterne sehen. Ach, Henk, ich hab mit Lola gequatscht. Schön, vergessen wir das mit der Kohle. Gut, dein Glück. So, nochmal speichern und weiter. Trademark. So. Ich bin bereit, Meeks zu verfolgen. Gut. Er geht los. Okay. Läuft er oder geht er? Shift links. Psst, nichts sagen. Da geht die Ratte. Speichern. Und hinterher. Wir dürfen ihn nicht aus den Augen verlieren. Und ich tue so, als würde ich woanders hingehen.
Nur ein bisschen die Beine vertreten. Nur ein bisschen die Beine vertreten. Und wenn du aufmuckst, Meek, dann werde ich dir die Beine vertreten. Ruhe jetzt. Keinen Mucks. Er darf uns nicht bemerken. Wohin geht er? Mit wem spricht er? Wir müssen sie belauschen. Ich speichere nochmal. Wurde er noch nie verfolgt? Auch nicht von Blake? Wollte nie jemand wissen, was die kleine Made treibt? Psch. Ist er der Grund des Fluches? Oder ist er ein Verräter? Er geht auf den Strand zu. Ich glaube, er arbeitet mit Mara zusammen. Psst, jetzt vorsichtig. Vorsichtig. Was tut er? Es war nichts. Was hast du für mich? Stahlbart ist hier, aber nicht mehr lange. Er sucht eine Waffe und wird bald wieder aufbrechen. So, und was weißt du noch? Seine Tochter ist angekommen, aber nicht alleine. Sie hat jemanden mitgebracht. Ist er gefährlich? Keine Sorge, ich werde mich um ihn kümmern. Du kannst ja nicht mal auf dich selbst aufpassen. Was? Jemand ist dir gefolgt. Ich schneide dich in Streifen! Moment, speichern! Du kannst dich nicht ewig verstecken. Boah, wow, das sind zwei! Ich sehe nichts mehr. Scheiße. Hilfe. Ach, Kacke. Ja, ist ja super gelaufen. Okay, also. Ein Versunkener. Wieso hat er uns entdeckt? Verdammt, ich dachte, wir können Meeks alleine stellen. Aber diesmal holen wir uns die andere Wache gleich zu Hilfe. Ich kriege dich. Klar kriegst du mich. Das Einzige, was du kriegst, ist ein paar aufs Maul. Hoffentlich von mir. Los, greif schon an! Nicht da? Waffe weg, du Hund! Besser Lamp. Für dich. Eine Axt. Gold, roher Fisch, Mischel, Ring des Inquisitors. Sieh mal einer an. So, ich speichere nochmal. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Speichern und weiter.